Stippvisite in Kamp-Lintfort am Niederrhein. Rund 38.000 Einwohner, eine sogenannte Haushaltskonsolidierungskommune, heißt der kommunale Haushalt schon seit Jahren in den Miesen. Die Corona-Krise aber hat ein weiteres Loch in die Stadtkasse gerissen. Wenn man allein die Einnahmen des zweiten Quartals 20 und 19 vergleicht, sind es mehr als 50% Ausfall bei den Gewerbesteuern. Wir haben Steuern gestundet im Interesse der Gewerbesteuerzahler. Das ist im Moment schon fast eine 500.000. Zusätzliche Einnahmen hatte sich der Bürgermeister von der Landesgartenschau erhofft. Nun doch Risikounterfangen. Die Kosten der Stadt für Personal und Einrichtungen laufen weiter. Rasche Hilfe soll nun in Berlin auf den Weg gebracht werden. Abgeordnete des Bundestags beraten derzeit über zwei Gesetzesvorhaben zur Entlastung der 11.000 deutschen Kommunen. Zum einen soll der Ausgleich von Einbußen bei der Gewerbesteuer helfen. Die Ausfälle werden eine Größenordnung von etwa 12 Milliarden Euro haben im Jahre 2020. Und die Beträge, in Wirklichkeit genauer sind es 11,8 Milliarden, die Beträge sollen genau erstattet werden, zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte von den Ländern. Zum anderen will man Städten und Gemeinden mit hohen Sozialabgaben unter die Arme greifen. So sollen Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende künftig nicht mehr nur zu 50, sondern zu 75% vom Bund übernommen werden. Besonderheit beider Vorhaben, sie erfordern Ergänzungen im Grundgesetz, denn im deutschen Föderalismus sind keine direkten Finanzbeziehungen zwischen Bund und Kommunen vorgesehen. Während die eine Änderung eine dauerhafte Regelung ist, die den Kommunen besonders hilft, ist die zweite Änderung bei der Gewerbesteuer nur auf das Jahr 2020 befristet. Kritiker bemängeln weniger den Eingriff ins Grundgesetz, befürchten nur, dass Kommunen doppelt kassieren könnten. Dass die Gefahr natürlich auch ist, dass Stundungen, also noch keine Steuerausfälle, sondern nur vorübergehende Nichteinnahmen, die zu späterem Zeitpunkt eingenommen werden, von dem Staat, von uns, vom Bund ausgeglichen werden. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir den Findigen helfen, aber nicht immer unbedingt den Bedürftigen. Das Prinzip, der Schlauste kriegt am meisten, wird sicherlich nicht so sein. Ganz im Gegenteil, wir haben eine sehr, sehr präzise Bindung an die Gewerbesteuer und nicht an irgendwelche anderen Kriterien. Der Bürgermeister vom Niederrhein würde es begrüßen, wenn der Bundestag bald die Gesetze verabschiedet und wünscht sich noch mehr. Wenn es jetzt eine temporäre Unterstützung ist, ist es gut. Wichtig für uns wäre tatsächlich eine strukturelle Veränderung, Finanzierung unserer Haushalte, nicht abhängig von Fremdeinwirkungen. Erste Hilfe könnten die Berliner Pläne aber in diesem Jahr noch leisten.